Aber für was habe ich denn das jetzt aufgesammelt? Also der Sprengstoff, der habe ich mit Sicherheit für irgendwas aufgesammelt. Den können wir uns von dem Satelliten verabschieden. Ich komme nicht rein, ne? Nee. Also ich verstehe, in dem Game hier macht man anders die Türen auf. Nein, da war einer. Okay. Dann machen wir mal. Ja, klar. Das ist vielleicht Cheater, ey. Fertig. Wir sollten es jede Sekunde sehen können. Gut, dass das Ding so angeschlagen ist. So ist es leichter zu hacken. Ja, Gott schütze die Franzosen. Okay. Jetzt brauchen wir den Datenserver aus dem Inneren des Dings. Okay. Okay, er hat den geosynchronen Orbit verlassen und kommt näher. Das schaffen wir nie. Sagen wir Flynn Bescheid? Ghost Rider, hier Redford. Satellit auf Crashkurs gebracht. Kannst du uns holen? Bravo 2, hier Ghost Rider. Negativ. Von den Bergspitzen pfeift ein Mörder, als aus hier sind. Ich kann's nicht riskieren. Sorry, Mann, aber sobald ich kann, komme ich euch holen. Ghost Rider auf! Oh, bitte. Dieser Hippie-Pilot Eier in der Hose. Würden wir jetzt an der Abschlussstelle Margarita schlürfen? Richtig, ich habe Koordinaten für die Berechnung. Gut, da ist er. Er ist nur ein paar Kilometer entfernt gelandet. Bist du dir da sicher? Hagrid, ich habe das Ding gerade punktgenau aus dem Orbit geholt, also bitte etwas Respekt. Ein wenig. Sarge, wir brauchen ein Fahrzeug. Alles klar, da drüben ist eins. Oh Mann. Im Dorf gibt es sicher ein Fahrzeug, das wir uns leihen können. Ayo, haben wir doch gerade gesehen. Oh Mann. Lass mich durch. Schneller. Doch einer. Ich bin da, ich bin blind. Oh. Ich habe nur einen Schuss auf das Fass gemacht und er war tot. Also, das Fass ist explodiert. Den habe ich nie gesehen, Leute. Ich könnte Sniper nehmen. Nee, ist egal. So. Schmeißen wir mal eine Nade. Schauen wir mal, weil was können. Den habe ich getötet. Ja. Ob er jetzt durch mein Messer gestorben ist oder ob er durch mein Homie gestorben ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht so ganz. Aber egal, Hauptsache ist tot. Eine Nade geschmissen, glaube ich. Scheinbar. Okay. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zielen soll, aber zielen ist so casual. Aber eigentlich, ich weiß nicht. So ein bisschen sprayen. Vielleicht ist auch das Sprayen. Ich weiß jetzt nicht. Kommt immer ganz drauf an, ne? Das ist runtergefallen. Der Typ ist tot. Bring. Ich könnte dann das MG nehmen. Warte mal, ich soll dann das MG nehmen, oder? Nee, doch nicht. Hm. Ist er tot? Ja, er ist tot. Was ist jetzt los? Irgendwas fällt hier um. Irgendwas Großes. Ah, das fällt nur zusammen. Ja, ist gut hier. Ist gut hier. Das
verstehe. Das MG steht extra hier, damit ich es benutze. Ich bin gleich tot. Jetzt hast du ein Headshot. Da hockt jemand. Da hat jemand gleich einen Raketenwerfer. Ich sehe den nicht. Der ist tot. Er ist auch tot. Kaliber, genau, 50 wahrscheinlich. Sowas. Alter, ne? Also hier der Commander, General. Also der Chef hier, der macht hier immer ziemlich. Oh. Ups. Ich sehe die Straße nicht so richtig. Da. Ich sehe überhaupt nichts. Oh Mann. Es ist so weiß hier. Ah, jetzt sehe ich aber was, ey. Wo muss ich denn hinfahren? Ich fahre einfach mal der Straße entlang. Ne? Wo ist die Straße? Scheiße, wo ist die Straße? Ja, warte mal, ich habe eine Minimap, ne? Ich benutze einfach die Minimap und kann damit fahren. Alter. Ja, das waren dann wohl doch zu viele. Ich glaube, ich kann nicht querfeld einfahren. Wow! Links über uns ist einer. Da war einer. Da ist er. Okay, der ist kaputt. Das ist eine Brücke. Wir haben das gleiche Fahrzeug. Vor mir ist doch das Fahrzeug, oder? Sonst würde ich jetzt nicht so den Schnee aufwehen. Okay. Also ich habe gerade einen Hitmarker bekommen. Hey, was ist das denn? Da steht auch schon der nächste, da wird hier. Alles easy. Das ist echt schwer. Wow! Das ist echt schwer zu lenken und zu schießen und gleichzeitig den Ob wirklich ihren Weg zu suchen, weil man muss. Ich muss mich so drauf konzentrieren, dass ich überhaupt den Weg finde. Bist du denn? Oh, verpiss ich. Oh, der war gezielt. Heilige Scheiße. Deckung. Druckwelle. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ach, lasst uns einfach den scheiß Satelliten holen. Okay. Snowblind. Ja, also schneeblind bin ich auf jeden Fall hier. Jo, chill mal deine Nuggets, Junge. Ist hier Gegenwehr? Wahrscheinlich. So wie das hier. Gerade Munition. Was ist das denn? Eine Scar. Doch, solche. Komm, die nehmen wir doch einfach mal. Hol die Blackbox. Datenserver. Hör mal, ich bin nicht die menschliche Fackel. Ich pack das Ding nicht an. Das hat locker 2000 Grad. Bis du da bist, ist es abgekühlt, also.
Feinde von links, haltet sie auf! Das ist, war von mir aus gesehen rechts. Aber wahrscheinlich ist es von ihm aus ist es links gewesen, glaube ich. Panzerfaust auf dem Dach! Also es wäre schön, wenn ich den Schalldämpfer hier abmachen könnte, weil der ist einfach nur sinnlos. Brauche ich nicht. Und ich mag einfach keine Waffen mit Schalldämpfer, wenn es sich irgendwie nicht lohnt. Weil das bringt mir das, wenn ich hier zu Schalldämpfer... Es würde mir was bringen, wenn ich irgendwie angreifen würde. Und die Gegner nicht wüssten, dass ich da wäre. Dann würde das schon wird das einen Sinn haben. Aber hier zum Beispiel, jetzt ist es... eher weniger sinnvoll. Gutes Visier wäre mal gut, ne? Ja, Leute. Panzerfaust auf dem Dach! Panzerfaust auf dem Dach! Ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Da war gerade einer, der ist aber despawned. Warum auch immer. Noch einer auf dem Dach. Der schießt direkt nach dem Nachladen, ohne zu zielen. Die Waffe lädt recht lange nach, habe ich die Gefühl. Bist du Gegner? Nö, du bist Gegner. Noch mehr Männer von rechts, kommt hierher! Das ist jetzt aber hier, ne? Ich bin da, ich verteidige. Panzerfaust auf dem Dach, Panzerfäuste, wohl eher auf den Dächern. Das ist nämlich ein bisschen mehr wie einer gewesen. Die Waffe hat was, ne? Irgendwie mit dem Schalldämpfer. Irgendwie lustig. Noch so einer. Wenn der kommt, kommen wir mit Sicherheit die anderen auch. Oh, was? Feindlicher Heli, Panzerfaust. Gott verdammt! Wenn wir das Ding verlieren, sind wir geliefert! Oh oh. Kannst du mal ruhig liegen bleiben? Ruhig bleiben, Kollege. Na endlich, habe ich ihn mal getroffen. Ey, der konnte jetzt mal wenigstens mal qualmen, das ist so richtig stark. Ich habe ihn mit dem Panzer rausgenommen. Oh, ich habe den Schützen abgeschossen. Ich glaube, ich muss mich setzen. Ich glaube, wir sind sicher. Bis auf das schlechte Wetter aufzieht, bringen wir es hinter uns. Es zieht schlecht Wetter auf. Das Wetter schlägt um. Wir zwei sichern die Blackbox. Wir versuchen, ein Fahrzeug zu organisieren. Wir informieren Sarge. Bin gleich wieder da. Es schießt mich nicht. Okay. Na, was haben wir denn da gefunden? Okay. Was ist wohl das, was wir suchen? Sweet. Verdammt!
steige auf den Berg. Können wir die ausrüsten? Machen wir die da. Okay. Oh, hier Bravo to Actual. Wo bist du? Wir suchen nach Hagar. Lynn antwortet nicht. Wenn du mich hören kannst, musst du schleunigst in Deckung gehen. Den ganzen verdammten Berg wimmelt von Russen, die nach uns suchen. Einige davon haben sich sogar versteckt. Versuch dich an den Feuerchen zu wärmen und komm dann schnell nach. Draußen wirst du nicht lange durchhalten. Halt die Ohren steif. Hier friere gerade. Hier drin sollte ich nicht so erfrieren. Genau. Ich habe extra jetzt Schalldämpfer, damit die mich vielleicht nicht so sehen. Damit ich stealthy bleibe. Pushkuh. Okay. Gehen wir mal schnell da rein. Oh, genau, hier bin ich richtig. Absolut. Hallo, ist hier noch jemand? Checkpoint. Ich soll Feuer machen. Okay, hier drin bin ich nicht so richtig sicher. Oh, jetzt wird's aber kalt. Die Russen sollten ja eigentlich kein Problem mit der Kühle haben. Ich meine, die sind ja eigentlich gewohnt von Russland. Ach, das Feuer. So, geile Mucke. Ich sollte mir auch so ein Radio zulegen mit dem... mit dem Radiosender. Checkpoint. Das war gerade sehr schlecht von mir. Ist keiner drin. Wir stehen ja auch hier vor. Stehen auch nur zwei Stück. Aber also so richtig versteckt dazu, es wäre noch keiner, ne? Oder meinen die mit Verstecken im Haus rücke und warten, bis ich komme oder was? Der denn hier? Ist der hier reingelaufen oder habe ich den übersehen? Die Mission ist irgendwie zwar anders, aber irgendwie, also ich finde es irgendwie ein bisschen öde, muss ich echt sagen.
hier ist schon wieder der saugeile Radiosender. Kann ich da runtersliden? Oh, oh, oh. Ah. Okay. Ja, Homies. Ich bin da. Gib mir mal Feuerschutz, komm ich. Oh, das MG hier. Ich hab noch nie das. Ich hab noch nicht das MG. Es dauert wahrscheinlich recht lange hier nachzuladen mit dem Teil hier. Hat halt auch ein bisschen mehr Munition, ne? Würde ich mal sagen. So, knapp. Easy going, ey. Och, ich bin natürlich der Letzte, ne? Sind schon alle da, oder wie? Willkommen daheim, verlorener Sohn. Halt dich fest! Klar, ich war natürlich der Letzte, ja, wie immer, ne? Das ist eine Skalarwaffe. Wunderschön, nicht wahr? Das kann doch nicht ernst sein. Nie von Operation Aurora gehört? Doch, hab ich, aber selbst wenn sie ein Skalarfeld erzeugen könnten. Zuerst gäbe es einen lokalen solaren Supersturm in der Troposphäre. Bitte nochmal, verständlich. Eine Skalarwaffe erzeugt gewaltige elektromagnetische Impulse. Und? Wenn man sie an der richtigen Stelle einsetzt, geht die US-Verteidigung den Bach runter und unser schönes Land stürzt in totale Anarchie. Dann kommen die Russen und sagen Hallo. Ende Gelände. Wir sollten diesen Kerl finden. Arkadi Kirilenko. Scheiße. Ist das der Kerl, den du nicht erschossen hast? Er ist mit dem Projekt verbunden. Kirilenko ist das Projekt. Aber wenn wir nicht sofort aufbrechen, ist er weg. Ich kläre das mal mit Braidwood. Nein, 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 nein. Dann schickt er statt uns nur ein paar schwuchtelige Mem, die Schiss haben, den Abzug zu drücken. Sarge? Mann, ich bin jetzt 44. Muss auf 3 infantile Bastarde aufpassen. Die Karriere hängt in der Luft. Und das sollte meine letzte Mission sein. Ich kann das nicht nochmal. Ich kann einfach nicht. Was ist mit der Rettung der Heimat? Und dann was? Nun ja. Gut, dann bist du dabei? Meine Schuld, dass Kirilenko noch lebt. Sweets? Lass mich nachdenken. Ja! Haggard? Mann. Das Letzte, was ich bin, ist ein Drückeberger. Also ja. Ich bin dabei. Okay. Ihr fahrt bei einem gepanzerten US-Transport in der Nähe mit, um zu Kirilenko zu kommen. Das ist der einzige Weg. Okay. Aber Leute, wir werden jetzt die Aufnahme erstmal beenden. Ich sage euch mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch doch gefallen hat, lasst ein Abo da. Also like die Videos. Richtung Chile. Schätze, Aguirre hatte einflussreiche Freunde, denn US-Panzer warteten schon auf uns. Wir hatten lange keine Hilfe, also war das für uns wie Weihnachten. Nur, dass unser Geschenk ein irrer russischer Colonel war. Ich hatte schon schlechtere Urlaube. Bravo 2 hier, Riverguard, kommt, over. Ich höre, Riverguard. Kirilenko wurde zuletzt in einer Siedlung gesehen, eventuell ein größeres Lager. Beim Windenergiepark von Telenay. Schnappt ihn möglichst lebendig. Aber tut ansonsten, was ihr tun müsst. Verstanden, Riverguard. Bravo 2 out. Kodiak 3, Kurswechsel. Willkommen in der Ruckzone. So, jetzt nochmal. Okay, danke fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, nicht vergessen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Battlefield Bad Company 2. Tschüss.